Pass auf, wo du hingreifst. Diese Steine sind alt und verwittert. Du kletterst gut für jemanden, der Karten faltet. Wohl kaum, aber ich habe schon so manches Langhaus errichtet und viele Langschiffsspanten vernagelt. Meine Hände sind für harte Arbeit gemacht. Oh Mann, sieh dir das an. Atemberaubend. Die Aussicht erinnert mich an meine frühen Jahre in Nordwege, als ich die Hügel jenseits des Waldes erklomm. Du hast das Herz einer Abenteurerin. Hinter deinem Tisch sieht man es nicht. Doch nun sah ich dich einen Turm in durchtränkten Felden besteigen. Ich war ein rauflustiges Kind, immer auf der Jagd oder auf dem Meer. Ein wahrer Wildfang, bevor ich zu dieser unerschütterlichen Frau wurde. Dann wurde ich für den Frieden zweier Clans verheiratet. Eine edle Aufgabe wohl wahr, aber keine, die ich mir selbst erträumt hätte. Aus dir wäre eine ausgezeichnete Kriegerin geworden. Eine Jomsvikingerin, die sich von niemandem Befehle erteilen lässt. Das glaube ich auch. Vielleicht wären wir sogar gemeinsam gesegelt. Zum Plündern oder schlicht auf Reisen. Oder wir wären uns in der Schlacht begegnet. Ohne deine Heirat mit Sigurd würde zwischen unseren Clans womöglich immer noch Krieg herrschen. Ja, wohl wahr. Hab Dank für diesen Tag. Jede einzelne Minute war wie ein Traum und ich möchte nur ungern daraus erwachen. Das musst du nicht. Wir können hier bleiben, solange du willst. Ja. Was war das? Oh nein, das ist... Es tut mir leid. Das hätte ich nicht tun sollen. Ich habe mich mitreißen lassen. Du musst dich nicht entschuldigen. Sigurd ist dein Bruder und ich habe dich in eine schwierige Lage gebracht. Politik ist eine Kopf- und keine Herzenssache. Vielleicht liegt es am Met, vielleicht an der Luft. Aber du musst dich nicht entschuldigen. Ich bin nüchtern genug. Die Wahrheit ist, dass ich schon sehr lange so für dich empfunden habe. Du liegst mir am Herzen, Eivor. Das ist tröstlich zu hören. Ich fühle seit langer Zeit dasselbe. Ich habe nicht geglaubt, dass du meine Gefühle je erwidern könntest. Ich wollte es dir schon so oft sagen, dir mein Herz ausschütten, dir all meine Wünsche offenbaren. Doch die Pflicht hielt mich immer davon ab. Sag, was du willst. Dieser Tag hat mir viel bedeutet. Wir ritten, kämpften, tranken und lachten. Du zeigtest mir deine Welt, nicht mit Worten, sondern mit Taten. Taten sind viel bedeutsamer als Worte. Randvi? Sie muss in die Siedlung zurückgekehrt sein.